und hallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet, wenn es heißt, willkommen zum Brett zum Sonntag. Ja, bisschen nicht die typische Kulisse, die typische Kulisse ist gerade etwas am Umräumen, bin gerade ein bisschen am Umbauen, Umräumen, Aufräumen. Ich habe auf der BerlinCon 48 Spiele verkauft und schau gerade, wie ich ein bisschen umsortiere, besser gesagt, und da steht gerade beim Brett zum Sonntag sessel einiges Zeugs drauf. Ich habe gedacht, da ich jetzt auch noch das Spiel des Monats für Better Board Games aufnehme, Grüße gehen raus, und ich das jetzt hier eh schon mache, baue ich jetzt nicht nochmal 10-mal auf und ab, weil ich habe heute auch noch meine Spielerunde, wo ich mich sehr drauf freue. Da werden wir heute mal Prototypen spielen, da werden wir das Mistwind das erste Mal antesten, ein Pick-up and Deliver, und worauf ich mich sehr, sehr freue, das neue Spiel von den Erdemachern, Purge, das ziemlich konfrontativ klingt, also ganz anders als Erde. Und da freue ich mich sehr drauf, das oder die beiden heute anzuzocken. Das wird mit Sicherheit großartig werden. Aber vorher das Brett zum Sonntag. Es ist wieder da. Ich bin wieder da, nachdem ich letzte Woche echt auch vollkommen kaputt war. Wir hatten von meiner Firma ein Sommerfest für Partner und Kunden. Das ging ungefähr von 10 Uhr vormittags bis, ich glaube, ich war um 2.30 Uhr in der Nacht daheim. Ich lag Sonntag echt nur wie so ein Haufen Matsch. So habe ich mich auf jeden Fall im Kopf auch gefühlt, auf dem Sofa, und habe mich im Nichtstun versucht. Ist mir gelungen. So, Brett zum Sonntag. Wir haben mal wieder ein Thema. Das Thema kam auf, weil ich das letztens mal in irgendeiner Facebook-Gruppe gelesen habe, und das fand ich ganz interessant, dass wir es hier auch mal thematisieren und ansprechen. Ich hatte es vielleicht schon mal irgendwann, aber wenn, dann ist es lange her. Und da geht es im Endeffekt darum, wie und wo informieren wir uns über Brettspiele? Wo holen wir unsere Infos her? Und da gibt es ja verschiedene Quellen, und ich dachte, da reden wir mal drüber. Und wichtig, wie immer im Brett zum Sonntag, ist es ja auch, dass ich mit euch darüber rede und ihr auch in den Kommentaren mit mir darüber redet. Und da freue ich mich jetzt schon auf eine Menge Input von euch, wie ihr euch denn über Brettspiele informiert. Am besten über Brettballett, und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal sehr, sehr gerne, um da auch nicht zu verpassen, was ich euch über Brettspiele erzähle. Da werden die nächsten Wochen noch sehr viele spannende Dinge kommen. Cat und ich werden ja auch wieder in den USA unterwegs sein. Auch da werden wir ein bisschen vloggen. Und damit ihr nichts verpasst, gern ein Abo dalassen, und wenn ihr noch Bock habt, klickt danach noch auf die Glocke, und dann verpasst ihr nichts, was bei uns passiert. Ja, da steigen wir dann auch letztendlich ein. Wir informieren uns ja häufig, so ging es mir zum Beispiel auch, über Brettspiele, über YouTube-Kanäle. Ich habe es ja schon mal woanders gesagt, ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, und ist jetzt auch gar nicht so wertend gemeint, wie es vielleicht immer klingt, dass wir Blogger, Schrägstrich Content Creator, Schrägstrich Influencer, so ein bisschen die PR-Maschinerie von vielen Verlagen sind. Es gibt natürlich auch, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, ein paar wenige Magazine in dem Bereich, vor allem im Printbereich gibt es halt gar nicht so viel. Sprint doch ist auch super. Sie suchen einen neuen Sprinter, dann schauen Sie sich Sprint doch an. Das Magazin über Sprinter. Von mir aus. Spielbox gibt es da zum Beispiel als alteingesessene. Es gibt diverse schriftliche Blogs natürlich auch, worüber man sich informieren kann. Aber ich glaube, viele schauen sich natürlich auch das an, was wir Content Creator hier über YouTube machen. Ich weiß, auch da kommt immer wieder das Thema auf, nee, gucke ich nicht, die sind doch alle nur von den Verlagen gekauft. Wenn ich das höre, trockne ich mir immer meine Tränen mit den 1.000-Euro-Scheinen und sage, was, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Nein, das ist so ein Vorwurf, der geht mir immer so gegen den Strich, wo ich mir denke, ach Gott, ey. Aber das habe ich auch in der Videospielindustrie schon immer erlebt. Das fand ich immer so schön, wenn man ein Spiel, ich habe ja auch mal sowas wie Journalist gelernt tatsächlich, und ich fand das immer so schön, gerade in der Videospielindustrie, im Online-Bereich, Online-Magazin. Das war immer so geil. Man hat ein Spiel total hoch gelobt. Das Spiel hat irgendwie eine 93er Wertung bekommen. Das war so die Zeit, wo es doch viel mehr Wertung gab, oder von mir aus eine 9,5 von 10, whatever. Ihr seid doch gekauft, ihr ratet die Sachen doch total hoch. Wow, viel zu gut. Die ganzen Videospielverlage haben euch gekauft. Hat man dann wiederum ein Spiel, wo die Leute total heiß drauf waren, niedergeratet, und es gab nur eine 50 oder eine 60, was ja schon eine Vollkatastrophe gleich kommt. Da hieß es, ihr macht doch nur schlechte Rezensionen für die Klicks. Ihr wollt doch nur die Klicks. Und man denkt sich, ja Gott, am Ende, man kann und wird es eh nicht allen recht machen. Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Internet.
Ja, aber das, was wir Content Creator, Content Kreatoren, das war so schön, Content Kreatoren. Und was machen Sie so nebenbei? Ich bin Content Kreator. Großartig. Ich bräuchte eine Visitenkarte, die spricht. Immer wenn ich die abgebe, dass sie das macht. Boah, ich würde es feiern. Und das ist natürlich das, wo sich viele von euch informieren. Es hat natürlich auch häufig den Vorteil, dass wir Sachen schon zeigen können, dass wir Sachen schon ein bisschen näher beleuchten können und euch damit den Eindruck geben. Ich habe beispielsweise jetzt letzte Woche mit Cat das erste Mal ein Let's Play gedreht. Wir haben mal Disney Lorcana, wir haben ja schon die Starter-Packs hier, haben wir ein Disney Lorcana Let's Play gedreht, um euch da einfach mal einen Eindruck zu geben, wie das funktioniert. Wenn ihr noch nicht geschaut habt, schaut gerne mal rein. Das hat Spaß gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich lange gegen Let's Plays gewehrt. Es war jetzt auch ein aufgezeichnetes, also kein Live-Let's Play. Ich könnte mir auch Live-Let's Plays nicht leisten, so viel Trash-Talk, wie ich betreibe. Danach hätte der Kanal wahrscheinlich keine Abonnenten mehr. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Also Cat und ich überlegen wirklich, ob wir das vielleicht mal öfters machen für kleinere Zweierspiele, die gut funktionieren, da einfach mal so ein Let's Play zu machen. Die Technik war mit Sicherheit noch nicht perfekt. Aber ich weiß, dass viele von euch auch da sagen, ich möchte vielleicht gar nicht etliche Top-Listen sehen. Top-Listen, ich habe so das Gefühl, entweder man liebt sie oder man hasst sie. So mittendrin gibt es da nicht. Ich persönlich, ich gucke gerne Top-Listen, komme ich gleich auch nochmal zu. Aber ich habe jetzt auch mehrfach von euch gelesen, dass ihr geschrieben habt, Mensch, mach doch mal Let's Plays. Das ist eigentlich total cool, weil da kriege ich einen viel besseren Eindruck davon, wie das Spiel funktioniert und möglicherweise sind wir dabei auch noch unterhalten. Also wenn ihr wirklich sagt, Mensch, ihr habt euch das Lorcana Let's Play angeguckt und wir haben das akzeptabel gemacht, dann haut auch das gerne mal in die Kommentare rein und sagt mir, ob ihr Bock habt auf mehr Let's Play Videos mit Cat und mir. Vielleicht auch mal Thomas dabei, mal gucken. Muss ich mal fragen, ob man ihn dazu kriegt. Weil wir spielen ja eh öfters und dann gebt mir da gerne auch mal Feedback. Top-Listen, wie gesagt, ist auch so eine Sache, wo viele Leute sagen, ja, ich finde sie cool. Gibt viele Leute, die sagen, die ist doch einfach nur so dahingerotzt. Ich persönlich, ich mag Top-Listen und sehe Top-Listen tatsächlich auch als ein sehr informatives Format an tatsächlich, weil ich bei Top-Listen... Ich skippe oft durch Top-Listen durch, das mache ich, wenn ich sehe, ja, das Spiel kennst du, aber ich... finde bei Top-Listen sehr häufig Spiele, die ich noch gar nicht kenne und die mich interessieren. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gucke mir jetzt irgendwie ein klassisches Review an, was ich ja beispielsweise gar nicht mache oder also bei mir auf dem Kanal gar nicht mache, höchstens mal so Prototypen vorschau, dann weiß ich ja letztendlich, was ich gucke und in der Regel sind das Spiele, die ich eh, ich sag mal, 90% der Fälle schon auf dem Schirm habe und mich einfach dann interessiert, okay, wie ist das Ding so thematisch und inhaltlich und qualitativ und alles. Bei Top-Listen denke ich mir, naja gut, wenn ich da jetzt so eine Top 10 Spiele für, weiß ich nicht, Glatzenträger auf Mallorca sehe, dann denke ich mir als erstes immer mal, naja gut, vielleicht ist da ja noch irgendwas dabei, was du noch nicht kennst und was dann doch ganz interessant aussieht, weil ich weiß bei der Top-Liste ja seltenst, was auf mich zukommt und deshalb finde ich das auch durchaus interessant und schaue mir die auch immer gerne an, weil das für mich auch ganz, ganz spannend ist, einfach mal Sachen zu sehen und wenn ich dann sage, aha, der Titel, der sagt mir gar nichts, dann suche ich vielleicht nochmal dediziert nach irgendwelchen Besprechungen, Reviews, vielleicht auch manchmal Let's Plays, whatever und schaue mir dazu dann ein bisschen mehr an. Und das finde ich letztendlich ja gut über Videocontent, weil ich darüber informiert werde. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt halt viele, oder was heißt viele, es gibt halt immer noch klassische Printmagazine, auch wenn das nicht mehr so viele sind, gibt halt auch immer noch die, die halt dann irgendwo gratis dabei liegen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Die wurden mal über Pegasus damals, ich weiß gar nicht, ob der Michael Krenzle, der jetzt bei Heidelberg ist, ob der die immer noch verlegt, ich glaube wahrscheinlich ja. Die liegen manchmal auch umsonst dabei. Ich finde für mich persönlich, das ist jetzt aber auch ein bisschen subjektiv, der sich halt sehr viel, sehr täglich, weil ich online halt mit Sicherheit am Tag 6-7 Stunden unterwegs bin, auch berufsbedingt, haben für mich Printseiten immer so ein bisschen das Problem, dass sie natürlich aufgrund von Druck und jetzt nicht täglicher Erscheinungsgrad, es gibt ja jetzt keine Tageszeitung für Brettspiele, was mal interessant wäre. Ja, Brett, die Brettspiel-Tageszeitung für den Mann. Brett informiert. Schön. Hätte doch mal was.
Die haben natürlich halt den Fluch, was viele Printmagazine haben, dass die halt nur alle paar Wochen, alle paar Monate erscheinen und dann viele Sachen auch schon wieder unaktuell sind. Gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, das kann sein, dass es unaktuell ist, aber ich finde es trotzdem schön. Ich mag die Autoren dahinter, ich finde das schön. Ich bin nach wie vor auch ein Freund von Printmagazinen. Im Brettspielkosmos bin ich da jetzt kein Fan von, was weniger mit der Qualität zu tun hat, der Magazin. Also bitte nicht falsch verstehen, das hat damit nichts zu tun, sondern weil ich sage, da informiere ich mich einfach früher und da benötige ich das nicht. Trotzdem gibt es meiner Meinung nach immer noch in verschiedensten Bereichen tolle Printmagazine. Ich mag es, das in der Hand zu haben. Und es kann auch durchaus mal sein, dass ich mir am Bahnhof, wenn ich mit der Bahn irgendwo hinfahre, auch mal eine Spielbox hole, um da einfach mal ein bisschen durchzublättern. Das finde ich dann immer ganz schön, aber jetzt nicht in Regelmäßigkeit, dass ich sage, da informiere ich mich jetzt wirklich so drüber, dass ich da immer nur, ja, oder dass es mir ganz wichtig ist, zu wissen, was da in den neuen Magazinen drin ist. Was man nicht übersehen darf, was ich noch ganz, ganz spannend finde, sich über Brettspiele zu informieren, ist über Social Media tatsächlich. Sei es jetzt Instagram, TikTok, versuche ich zu vermeiden. Ich bin stolz, dass ich immer noch kein einziges Mal auf irgendeinem Handy TikTok installiert habe. Ich werde einfach mit TikTok nicht warm und ich wehre mich erfolgreich dagegen. Aber Instagram, Facebook und sowas, da folge ich auch den hiesigen Brettspielverlagen, national wie international. Und auch da habe ich durchaus häufig schon mal die ein oder andere Ankündigung, News gesehen, die ich durchaus spannend finde, wenn etwas angekündigt, geteasert, whatever wird. Und ich finde, das ist auch ein noch spannender Grad, informiert zu werden, als jetzt zum Beispiel über uns Blogger. Weil natürlich, wir Blogger, wir informieren häufig natürlich erst dann, wenn die Sachen bei uns sind. Gibt einige Kollegen, die machen halt auch immer so Weekly News oder sowas. Aber natürlich halt, um wirklich richtig tagaktuell zu sein, ist es manchmal schon sehr, sehr spannend, halt ja den einschlägigen Brettspielverlagen doch schon über ihre Social Media Channels zu folgen, weil man da häufig sehr viele Ankündigungen sieht, irgendwelche Teaser und das dann, ja, ich wurde gerade veröffentlicht, ich sehe es 3 Minuten später zufällig, 10 Minuten später, eine Stunde später, so schnell hat in der Regel seltenst von uns jemand ein Video dazu draußen und sagen, oh hier jetzt Top News, Alert, 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 angucken, angucken, finde ich dann auch mal ganz, ganz spannend. Und im Idealfall direkt auf den Hit the Vorbestellen Button zu drücken. Also auch das finde ich aber ein sehr, sehr guten Ort und sehr gute Plattform eben, um sich da zu informieren. Klar, es gibt auch mal so ein Mail-Newsletter. Habe ich bisher selten erlebt, dass mir das so viel gibt, als dass ich sagen würde, da kriege ich jetzt aber so eine Overwhelming-Info, die jetzt alles verändert. Das passiert dann eher selten, wie gesagt, da eher die sozialen Kanäle, weil das ist halt wirklich dieser schnelle, snackable Content und direkt an den Mann. Das finde ich halt ganz gut. Eine Sache natürlich nicht zu vergessen und auch das, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, geht mir so, geht euch so, die klassische Mundpropaganda über Freunde, Bekannte, der Spielegruppenkreis, WhatsApp-Gruppen vielleicht auch, die dann vielleicht aber auch wieder zu den Content-Creator gehören. Grüße gehen raus an die beste Brettballett-WhatsApp-Gruppe dieser Welt, mit dem besten Brettspiel-Menschen dieser Welt. So. Es muss menschen, es ist Sonntag, bitte. Aber Mundpropaganda über meine Spielgruppe ist natürlich halt auch ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, wo ich mich informieren kann. Gerade wenn ich vielleicht eher zu den Leuten gehöre, die sich selten Spiele selber kaufen oder weniger kaufen und ich einfach sage, Mensch, ich komme halt, weiß ich nicht, jeden Donnerstag zu meiner Spielgruppe und gucke, was da aufgetischt wird. Leute waren auf Messen unterwegs und man redet einfach. Man redet über das Hobby mit anderen Hobbyesken. Sagt man das so, Hobbyesken? Das ist ein tolles Wort, habe ich jetzt davon. Falls es das nicht gibt, mit anderen Leuten des Hobbys und wird darüber informiert und hat da natürlich halt auch gleich, dass man da mit Sicherheit die richtige Authentizität hat, weil man weiß, okay, wenn mir jetzt Kollege XY sagt, der ist jetzt nicht irgendwie Vertriebler oder sonst was, der will mir jetzt nichts verkaufen oder diesen ganzen YouTube-Bahn-Ding, glaube ich auch nichts. Bäh, die sind doch alle nur gekauft. Und wenn mir jetzt jemand aus meiner Spielegruppe da was erzählt, dann habe ich da gleich einen ganz anderen Bezug zu, dann glaube ich das. Und im Idealfall kenne ich auch dem oder ihren Spielegeschmack und weiß, ach, der passt sehr, sehr gut zu meinem. Der ist sehr, sehr ähnlich. Dann weiß ich gleich, cool, das ist eine Info, mit der kann ich arbeiten. Die hilft mir. Kann auch sein, dass man vielleicht
sich in der Spielegruppe einmal die Woche trifft und erstmal alle die erste Stunde sagen, so, und was gibt's bei euch Neues, was habt ihr so vielleicht vorbestellt und gekauft, dann ist das mit Sicherheit auch so ein kleines, eigenes, vielleicht 3, 4, 5 Frau-Mann-Netzwerk, was aber auch sehr effektiv und gut sein kann, gar keine Frage. Und was man natürlich nicht vergessen darf, ich habe es gerade schon mal ein bisschen angeteasert, auch ein ganz, ganz spannender Ort, um sich zu informieren, das sind natürlich Messen und Conventions. Auch das ist natürlich jetzt nicht täglich der Fall, leider, oder vielleicht auch gut so. Aber auch auf Messen und Conventions treffe ich zum einen sehr viele Gleichgesinnte aus dem Hobby, als aber auch, dass ich natürlich sehr viele Verlage und Autoren treffe, die halt ankündigen und zeigen, was in einem halben Jahr oder in einem Jahr startet oder was jetzt irgendwie in 5, 6 Monaten auf Kickstarter startet. Auch da habe ich natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mich zu informieren. Im Idealfall auch so ein bisschen das Haptische. Ich kann Sachen schon in der Hand nehmen. Ich kann mir Grafiken, Layouts, Artworks, kann ich mir schon anschauen. Und im Idealfall kann ich sogar auch vielleicht mit dem direkten Autoren oder Autorin auch schon über das Spiel quatschen. Ich weiß zum Beispiel, auf der Berlin-Con hat man die wunderbarste Rita Mode, Grüße gehen raus, gesehen, wie sie schon mit ihrem neuen Spiel Kufstein, was bei Schwitzspiele erscheint, rumgerannt ist und hat es auch schon einige Male angespielt. Ich habe es leider nicht geschafft, es anzuspielen. Es sieht aber sehr cool aus, weil der Illustrator mein Tätowierer ist. Also allein deshalb verdient dieses Spiel schon Liebe, weil Rita und mein Tätowierer, um Himmels Willen, das ist ja die Kombo des Todes, des Glücks. So, also bitte. Und dann lief sie auch schon rum und hat dann auch mit Leuten das schon angespielt. Und das ist natürlich auch eine sehr coole Möglichkeit, sich zu informieren, wenn die Autorin selber schon ein Vorab-Exemplar dabei hat und es auch noch persönlich erklärt. Dann hat man sogar auch die Regelerklärung gleich schon intus und sagt, wow, wenn mir das gefällt, super, brauche ich nur noch kaufen, auspacken, spielen, glücklich sein, danke, weiter, next. Auch super. Also ich finde, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Habe ich noch was vergessen? Social Media, Content Creator, YouTube, Instagram, whatever. Also ne, das, was wir Content Creatoren machen. Printmagazine, auch wenn die, also beziehungsweise Magazine im Allgemeinen, Print, es gibt ja auch noch diverse Digitalmagazine, die sind natürlich halt auch ein bisschen aktueller als die Printmagazine, gibt es auch so ein paar wie Abenteuer Brettspiele und alles, Grüße gehen raus, die da auch wirklich einen schönen und guten Job machen, sowas hat man da natürlich und ja, für diese Content Creator, Messen finde ich ganz wichtig, Mundpropaganda über die eigene Spielegruppe, Podcast möchte ich auch nicht vergessen, auch ein spannendes Thema, schaffe ich leider meistens nicht so viele zu hören, wie ich gerne wollen würde. Podcasts sind natürlich auch sehr, sehr dankbar, wenn man vielleicht kennt viele Leute, die morgens auf dem Weg zur Arbeit, mache ich auch ganz gerne immer mal, oder wenn ich beruflich irgendwo zum Längeren, also in eine andere Stadt muss, weiß nicht, Frankfurt oder Berlin oder so, wenn ich in der Bahn sitze, dann höre ich auch ganz gerne Podcasts, auch das, wobei ich das jetzt wiederum, deshalb habe ich das jetzt auch nicht nochmal dediziert erwähnt, eher in dem Bereich Content Creation sehen würde und das so ein bisschen zusammenfasse, Podcast, Instagram, YouTube, whatever dazugehört. Wie gesagt, Social Media für die Kanäle, das finde ich noch ganz wichtig. Mundpropaganda, Messen. Habe ich noch was vergessen? Bestimmt. Wenn ich noch was vergessen habe, wie informiert ihr euch über Brettspiele? Zack, haut's rein in die Kommentare. Bin ich mal sehr, sehr gespannt. Vielleicht lernen wir da alle noch was von, was es da noch so gibt und sagen, yeah, cool, toller Hinweis. Also wie informiert ihr euch? Oder gibt es einfach Sachen, wo ihr sagt, ich informiere mich eigentlich gar nicht außer YouTube, weil sonst würdet ihr jetzt das Video wahrscheinlich nicht gucken. Oder lasst euch informieren. Schreibt einfach mal, wie ihr da vorgeht. Bin mal gespannt auf eure Kommentare und auf euer Input und Feedback. Und ich würde sagen, ich bereite jetzt mal die beiden Prototypen weiter vor, die wir heute zocken. Werde euch dazu auch zeitnah dann mal hier was auf den Tisch geben, wie uns das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Sonntag, spielt was Schönes, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen, hören, riechen uns. Bis bald. Danke und tschüss.